Oh ja, von dem Zeug kann ich auch gerade einiges gebrauchen. Mann, Dank dafür. Und auch danke für das leckere Grillwild. Das habe ich auch noch gar nicht gehabt. Noch nie? What the hell? Okay, zum Glück ist meine Holzfällerachse wirklich sehr stabil. Oh ja, her mit den ganzen Zeugs. So. Ach nein, hier muss ich es da bieten. Hm. Aber da ist ja nur ein einziger Platz zum Darbieten. Wow! Verflixtes Untier! Hm. Ah, hier kann ich auf jeden Fall wieder kochen. Gut, dann mache ich das mal schnell. Ich habe ja auch einen ein paar Feuersteine. Wo sind die? Sehr schön. Damit kann ich jetzt was kochen. Koche ich mal was Feines aus Schwertbanane und einer Schwertkrabbe. Vielleicht noch eine weitere. Eine weitere Rüstkrabbe. Dann habe ich auch mal Verteidigungsmedizin. Meeresfrüchte Spieß. Oh, ich habe keine Verteidigungsmedizin. Schade. Gegen Elektrizität isolieren, das brauche ich jetzt nicht. Hm. Noch einen Apfel dazu. Ja, Abwehrfischspieß mit Pilzen. Aha, das sieht aber auch wirklich lecker aus. So, und ist auch für die extra Angriffskraft. Kraft Meeresfrüchte Spieß. Yes. Also damit kann ich dann arbeiten. So, und eine große Maxi-Rübe obendrauf. Hm. Und mit Palmfrüchte. Sehr schön. Volle Heilung plus 5 Herzen. Also wenn der Hinox versucht, irgendwelche Scheiße versucht, dann... Ja. Kann ich damit arbeiten, so. Hm. Oh, mehr kann ich nicht. Okay. Moment. Nein. Das nicht. Hm. Jetzt kann ich nicht mehr wirklich so gut kochen. Oder... Hm. Dann mache ich es halt so. Hoffentlich wird daraus was. Oh ja, Maxi-Kochobst. Eine Frostmelone? Oder nein? Eine Medizin, mit der man sich schnell bewegen kann, ja. Okay, mehr kann ich jetzt nicht mehr wirklich kochen. Lass mal das. Hm. Schläft er irgendwo in der Nähe? Dann kann ich mal das hier auf ihn runterschmeißen lassen. Ich glaube, daraus wird nichts. Aber den Felsen. Kann ich runterrollen lassen. Das wird den sicher auch nicht gut bekommen. Na komm, streng dich an! Ich hoffe, das kitzelt schön. So. Oh ja, das hat ordentlich wehgetan.
Das flog ein bisschen zu weit. Meine Fackel mit erhöhter Angriffskraft, als ob. Oh ja! Das macht ordentlich Damage. Oh je, ich habe aber nur einen einzigen Versuch gehabt hier. Shit, bloß weg von ihm. So, jetzt nehme ich mir mal, zuerst mal ein bisschen Maxi-Kochobst. Und, nein, das war's schon. So, den besiege ich jetzt aber. Na, was ist mit dir, hä? Huh? Ach. Mann! Ich immer zu spät dran bin. Und dann ziehe ich noch nicht mal richtig drauf. Nein, lass gut sein, Freundchen. Shit, das war nichts. Ich hätte Gelegenheit nutzen können. Hab ich überhaupt noch? Wie viele Pfeile habe ich überhaupt noch? Hat sie noch mein Rostschild? Dachte, das hätte ich verloren. Ich habe keine Pfeile mehr. Ja, ganz toll. Wie soll ich mich hier jetzt stellen können hier? So, lügt einfach wieder ab. Natürlich, warum nicht? Shit. Muss aufpassen. So, so weit, so gut. Versuch's ruhig, versuch mich ruhig zu schnappen. Hehe. Uff, shit. Das war knapp. Oh Mann. Wenn das, wenn er mich damit erwischen kann. Uff, dann gute Nacht, würde ich sagen. Kann ich ihn damit vielleicht? Ja, stimmt, geht er nicht. Da, ich bin nicht dein Essen. Ja, 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 lass dich davon nur ablenken. Oh, shit. Hehe, daneben. Uff. Mann, das ist jedes Mal sehr knapp. Das ist jedes Mal sehr knapp. Ob ich das irgendwie noch schaffen kann? Jetzt ist mein Reisezweihänder fast down. Aber mit dem Schwert kann ich umso schneller zuschlagen. Uff. Weg da! Uff. Ja, 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 nimm den nur, nimm den nur. Ah, verdammt. Warum ausgerechnet den Beinschutz hier? Das wär's! Er ist down! Der Hinox geht in die Knie! Oh! Maxi Lachs noch dazu? Alter, das gibt eine Ausbeute hier! Maxi Muschel! Das hätte ich auch nicht gedacht, dass man auch noch sowas von ihm kriegen kann. Tja! Sehr schön! Wir haben ja, glaube ich, jetzt alles erledigt. Wir können jetzt in aller Ruhe alles darbieten. Wow, das lief erfolgreicher als erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Hinox jetzt so... ja, easy peasy erledigen kann. Aber... es ist passiert. Der Hinox ist down. Und jetzt muss ich einen Weg finden, wie ich da nochmal hoch kann. Weil mit dem Teil hochklettern geht natürlich nicht. Das ist klar wie Kloßbrühe. Spannung pur auf jeden Fall. Aber es war cool.
Ist hier schon wieder ein Ochse? Ah! Hey! Verpiss dich! Wie der einfach mal so hier Geronimo-mäßig runterkommt. Blödes Drecksvieh. Ach komm, wie soll ich denn da hochgelangen? Ich verpasse doch irgendwas. Hyrule Reis. Nice. Sekunde. Bienen summen? Das Honig! Och Mann, an den komme ich nicht mehr ran. Ich muss doch immer einen Weg geben, mit dem er hochgekommen ist. Ich sehe bislang keinen Weg. Und ernsthaft noch mehr Steine? Als ob. Ja, wie ist er denn da noch umgelangt? Einfach mal so. Oder bin ich jetzt vollkommen verkehrt? Und müsste eigentlich woanders rauf? Ich sollte mich lieber beeilen, wenn nicht, dass jetzt die Nacht des roten Blutmondes wieder kommt und dann alle hier wiederbelebt. Was wäre es noch? Aber schade, dass ich kein weiteres Hinux-Herz erlangen konnte. Naja, aber was soll's. Ich glaube, da muss ich hoch. Ja, da muss ich hoch. Sorry. Mein Fehler. Ich war ein bisschen hektisch. Ich bin immer noch ein bisschen... Ich bin noch nicht so ganz beruhigt von den ganzen Hektik hier. So, wie stelle ich das am besten an? Da muss es einen direkten Aufgang geben. Um da hoch zu gelangen. Weil wie sonst hat es der Hinox hier hoch geschafft. Ne? Oh, nicht da runterfallen mit dem Zeug. Wie sonst ist der Hinox da nur hochgelangt? Ah, hier. Hier lang ist er. Also diesen Umweg musste er nehmen. Ach komm. Sei doch jetzt nicht lästig. Blödes Drecksteil. Au. Nein, wo ist das jetzt hingerollt? Ach komm, als ob. Heb's auf. Ach, der musste mich auch unbedingt jetzt gerade ablenken. Als ob! Kommst du her? Und bleibst du jetzt da? Aber wo ist dann die dritte Kugel, frage ich mich. Weil ich habe nur zwei gesehen. Die dritte habe ich noch gar nicht gesehen. Die muss ja noch irgendwo sein. Der geht einfach mal schnurstracks diesen Umweg. Und gut ist. Was für ein Spacko. Aufheben und rein damit. Na, rein mit dir. Okay, ich muss noch die anderen beiden darbieten. Ja, aber wo sind die anderen beiden? Das ist ja die Frage, die sich mir stellt. Da oben muss noch einer sein. Also da muss noch eine oben sein. Aber, oh, aber sowas von. Dann heißt es jetzt wieder klettern. So. Aber was ist da oben jetzt genau? Oh je, schon wieder ein Lager. Und ich habe keinen Pfeil mehr. Muss ich mit dem auskommen, was ich habe? Shit, weil dann könnte ich ein wertes Fass im See explodieren lassen. Ach du Scheiße, auch noch so einer. Sich hier wohl durchstealthen. Bleibt nichts anderes übrig, um sie zu erledigen. Ich muss erstmal die Wachposten hier aus dem Weg räumen. Also erstmal hin zu ihnen. Ja, mach nur ein bisschen Krach. Wird dir nicht viel helfen. Wieso kann man eigentlich hier den Fels runterstürzen lassen? Oje, da kommen sie alle. Oh!
Oh, shit. Aua. Mann, der hat mir fast alle Herzen abgezogen. Okay. Ist schon besser. So, gib mir erstmal das Zeug hier. Ja, toll, ist die Waffentasche auch schon wieder voll. Na, geh weiter. Geh weiter. Shit. Einfach von hinten so erwischt. Natürlich. Boah. Alter. Oh shit. So, jetzt mal rund. Ab. Jetzt mal Schluss mit dir. Also. Aua. Dieser verdammte Arsch. Gut, aber jetzt haben wir den Großen auch erledigt. Jetzt ist nur noch der eine Kleine übrig. Dann haben wir's. Und da ist der letzte Schatz. Wie bitte? Das muss ich also hier noch darbieten? Obwohl es dann die letzte Darbietungsstelle? Hallo und tschüss. Oh, jetzt gibt's wieder Holzpfeile. Gerade jetzt, wo ich sie jetzt nicht mehr wirklich brauchen kann. Als ob. Na schön. Jetzt hat wieder das Modul hier zu verwenden, um diese Platte ja loszuwerden. Und dieses Mal wird das mir deutlich leichter fallen hier. Nutz lieber hier. So, weg da! Tschüsschen! Och nein, jetzt wieder ein Unwetter. Auch das noch. Oh ja, Holzpfeile. Ein Soldatenschwert wieder. Brauche ich eh dringender. Oh, oh ja, aber ich sollte lieber... So, schon besser. Schon viel besser. Oh, da ist ja noch was. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Aber ich hoffe, der Blitz schlägt dich jetzt nicht gerade bei der Bombenfeste in der Nähe ein. Das wäre es noch. Ja, die Route brauche ich auch nicht. Come on. Komm schon, brich endlich. So, jetzt aber her mit den Zitterfrüchten und den, also mit den Zitterfrüchten und den Äpfeln. So. Zeit jetzt auch hier die Kugel darzubieten. Und dann haben wir die Prüfung so gut wie abgeschlossen. Gibt es noch eine einzige Darbietungsstelle. So. Ei, aber jetzt gerade regnet es und ich müsste da wahrscheinlich hochklettern. Ah, dieses dämliche Wetter. Bosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Ja, danke. Kommt aber gerade ein bisschen zu spät, aber immerhin hat es nicht so lange gedauert. Also es hat weniger lang gedauert, als ich erwartet hätte. Auf jeden Fall, das ist wirklich eine perfekte Waffe gegen Gegner. Dieser Angriff, ey, voll dem wie viel Damage der macht. Bei den Hinox allein hat er schon saumäßig viel Schaden gemacht. Ja, was mache ich jetzt? Ah! Oh, shit. Er schlug direkt bei mir ein. Am besten sollte ich noch eine Medizin nehmen für alle Fälle. Ach so, kann ich ja nicht. Stimmt. Ich frage mich, ob man das... Na, das kann man nicht mehr in die Hand nehmen. Okay. Der Krogfächer ist auf jeden Fall notwendig. Oh Mann, ich muss mich hier irgendwo... Ich muss mir irgendwo Schutz suchen, weil... Das ist mir zu... Oh. Aber erstmal ist das hier öffnen und schnell gucken, was da ist. Ein Ritterschwert. Nicht schlecht.
So. So ein dämliches Wetter. Wie lange dauert das jetzt, bis das aufhört? Das weiß man natürlich nicht. Wie die Blitze immer so nah bei einem einschlagen müssen. Das ist einfach nur eine Katastrophe. Wenn wir dieses blöde Wetter nicht sein, dann könnte ich da jetzt hochklettern und da gucken, ob da noch was ist. Müsste ja auch, ne? Da müsste die letzte Darbietung sein. Ja, die Kugel habe ich zwar, aber... Ne, Moment. Bin ich denn bescheuert? Die Kugel ist ja unten. Die kriege ich doch niemals da hoch. Aber was ist denn dann da oben? Wo ist die letzte Darbietung eigentlich? Das ist die Frage. Wo könnte hier die letzte Darbietung sein? Beim Strand? Irgendwo am Strand entlang vielleicht? Oder was ist eigentlich hier genau? Ja, aber das kann ich erst herausfinden, wenn ich dieses Rätsel jetzt gelöst habe. Blödes Regenwetter, hör doch jetzt auf. Wo sollte ich am besten hingehen? Ich gehe erstmal hier raus, das muss jetzt sein. Das ist halt das Problem in dem Spiel, dass dann immer wieder zum falschen Zeitpunkt falsches Wetter kommt. Vor allem, wenn es ums Erkunden geht. So, da ist die eine Kugel noch. Aber wo ist die Darbietungsstelle? Die letzte. Ja, jetzt gerade hört es wieder auf. Ich hab's ja befürchtet. Dass es jetzt gerade sein muss. Es war sowas von zu erwarten. Ja, wo bringe ich die jetzt am besten hin? Ich muss auf jeden Fall irgendwas Rotleuchtendes achten. In der Dunkelheit ist es noch besser zu erkennen. Ja, da ist die eine, die ich bereits gemacht habe. Da war auch eine. Ja, aber wo ist denn die dritte? Die dritte muss doch eigentlich in der Nähe von der Stelle sein, wo ich jetzt die Kugel her habe. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ach Mann. Noch mehr von euch brennenden Schleimen. Nein, die Nacht des roten Blutmondes! Aua! Als ob jetzt das gerade sein muss. Das belebt doch auch alle Gegner hier wieder. Come on. Ich sehe da was. Da drüben. Da muss das hin. Okay, jetzt aber schnell, bevor der Blutmond jetzt scheint. Bevor ich da nicht meine Rüstung wieder zurückkriege. Aber ich habe es gefunden, auf jeden Fall. Schnell noch das Zeug dazwischen einsammeln und weitergehen, weitergehen, weitergehen. Oh, eine Spurtechse. Hey, du Ziege, bleibt verflext weg. Hehe, hab dich. Ich hoffe wirklich, dass ich, wie gesagt, das Zeugs noch behalten darf. So, jetzt aber. Aber wie kriege ich das jetzt darüber? Sag mir nicht, ich muss ja für das Cryo-Modul jetzt hernehmen. Das wird wohl die einzige Möglichkeit sein. Oh nein, es geht gleich los. Als ob. Wie hole ich das jetzt da raus? Komm, weg da. Weg da. Weiter nach drüben. Es geht wieder los.
Damit sind jetzt alle Gegner wiederbelebt. Aber immerhin. So, jetzt aber, come on. So, bleibt da oben, ja? Alter, wie dieser noch am Rande ist. So, und jetzt drüber werfen da. Oh, punktgenaue Landung. Geschafft. Mitten im Wasser. Und da taucht der nächste Schrein auf. Als Zeichen. Ja, dafür, dass wir es geschafft haben. Vielleicht wird dort auch einen feinen neuen Ausrüstungsgegenstand. Also ein Schatz gibt es auf jeden Fall, abgesehen von dem Zeichen der der Sieg ist der Hold mit allen Glück, du hältst dein Werkzeug nun zurück. Dankeschön! Roland Reisender, so soll es sein, komm näher und betritt den Schrein. Ja, ich bin schon unterwegs, lass mich jetzt mal weitergehen. Geschafft! Yay! Yeah! Ja, ihr könnt mir jetzt gar nichts mehr, aber was ist mit den ganzen Zeugs? Dürfte ich das irgendwie noch behalten? Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch extra was dazu bekommen habe. Schön wär's, aber was ist mit dem Esszeug? Oh, ich glaube, das habe ich behalten dürfen. Ja, schau an, yes! Ich glaube, ich glaube, das habe ich alles, oder? Ja, ich glaube, so war es. Ja, geil! Damit brauche ich das ganze Zeug hier nicht mehr. Okay, dann jetzt nichts wie rauf zum Schrein. Moment, was ist das? Ein Holzpfeil. Okay, danke. So, damit ist aber auch der Hinox wieder da, oder? So, weg mit dir. Aber diesmal bin ich da besser vorbereitet, jetzt wo ich meine komplette Rüstung wieder habe. Da passt das schon. Ist der Hinox wieder da? Auf jeden Fall gibt es hier jede Menge Flederbeißer mal wieder. Ja, der Hinox ist wieder da. Aber dann will ich ihn mal jetzt bekämpfen. Jedoch mit voller Ausrüstung. Und im Ninja-Modus. Und ein Königszweihänder. Doch! Du Arschgesicht. Verrat mich bloß nicht. So, dann bekämpfe ich halt nochmal den Hinox, wenn ich schon dabei bin. Der trägt auch wieder was Feines bei sich. Aua, was soll das? Na warte du! Na komm her! Ach komm, wo zieht denn hin? Ja, setz dich nur hin, Freundchen. Und tschüss! Und geh sterben! Und ich hoffe, du gibst mir diesmal ein Hinox-Herz. Doch nicht die Fußnägel, ich will ein Herz von dir. Ach komm, als ob. Als fucking ob. Na schön. Okay. Passt schon. Boah, das hat ganz schön viel Damage gemacht, what the hell. Das hat mich jetzt schon mehr überrascht.
Nicht gedacht, dass das so abgehen würde. Trotz alledem. Wow! Alter, chillt mal! Was soll das? So, ihr könnt mich jetzt getrost kreuzweise. Ist eine wird wirklich eine aufs Maul? Au! Er wollte wirklich einen aufs Maul, ha? Ha? Na schön! Ach komm, als ob! Das war jetzt aber mehr als wirklich nur von. Ach, das war jetzt mehr als nur kontraproduktiv hier. Aber die Holzpfeile nehme ich alle sehr gerne. Ja, 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 du. Hat sich wieder besonders groß. Ach komm, als ob die mich jetzt alle treffen hier mit den Pfeilen. Aber die Pfeile nehme ich alle gerne, wenn sie mir weiterhin welche zu schmeißen. Wenn, vorausgesetzt, ich kann denen ausweichen, allen ausweichen hier. Okay, ich glaube, mehr geht nicht. Schade. Wohl, da ist doch vielleicht noch einer gelandet. Nein. Ich glaube, mehr Pfeile geben die jetzt nicht. Halt's Maul! Ja, mehr Pfeile liegen da nicht rum. Das ist höchstens anderes Zeugs. Du, es ist sonst außer dir noch keiner mehr da. Also, Schluss. Aus, Mickey Maus. Oh ja. Jede Menge Holzpfeile. Gott sei Dank, jetzt habe ich wirklich einen schönen Haufen wieder. So, und jetzt da hoch. Mit der maximalen Kletterrüstung geht das ohne Probleme. Das war ein langer Weg bis dahin. Aber wir haben es geschafft. So, da oben muss der Schrein sein. Ich hoffe es mal. Weil das ist jetzt die höchste Spitze hier. Och nö, lass mich bloß in Ruhe, du. Da, da ist er. Ich hole mir noch ein Stückchen Geflügel, wenn ich schon dabei bin. Sehr schön. Zwei Stück sogar. Glück gehabt. Da ist der Kuku-Schiedeschrein. Geil. Wir haben es geschafft. Es war nicht einfach, es war wirklich sehr, sehr heftig hier, aber geschafft ist geschafft. So, was gibt's hier bitte? Komm schon. Okay, Rubine tun's auch. Feine Sache. So, das nächste Zeichen der Bewährung. Es fehlt nur noch eins für eine weitere Ausdauererhöhung. Yay, es geht voran. Puh, boah, das war schon ganz schön heftig wieder. Wir haben viel auf uns nehmen müssen hier. Ja, aber wir haben das geschafft. Gut, dann wollen wir uns wieder unserem ursprünglichen Ziel widmen. Na, obwohl, wir haben noch eine weitere kleine Insel hier zu erkunden, aber bist du Freund oder ein Freund, hä? Hi. Sag mir, was führt dich her? Ich suche Schütze. Da wirst du ja kein Glück haben, hier gibt es nur diesen seltsamen Bauwerk. Was ich hier will, nun, ich bin auf der Suche nach Freiheit. Ja, so könnte man es sagen. Ich will frei sein, ohne Einschränkung, frei, sorglos wie der Wind. Deswegen lausche ich hier der Stimme des Windes. Das gibt mir ein bisschen das Gefühl der Freiheit. Wärst du auch nicht auch gern wie der Wind? Wind sein wäre toll. Ich habe das Gefühl, wir könnten gute Freunde werden. Und diesen Freunden wärst du der erste Hylianer. Dein Flügel sieht ganz anders aus als unsere. Wie interessant. Was sagst du? Möchtest du mir lernen, wie man eins mit dem Wind wird? Hm,
Aber das dann im nächsten Part. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wurde, diese Bestätigung ist heißt. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen, dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Wicked hinein. Bis zum Part von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Also auf Wiedersehen. Tschüss, Leute. Now you know.